Hi. Schmeckt wie Oma unterm Rock. Startnummer 7, Julian Claudin! Ja, die Startnummer, die 11, die 2 und die 7. Mit der 7. Und dann stehen als 1 und 2 in die letzte Runde. Sogar in Laufradtasche. Nee, das ist nicht deiner, das ist meiner. Ja. Deiner ist der, ja. Nice. Grazie. Was geht YouTube? Willkommen zum neuen Video. Wir sind heute in Aalen beim XCE Weltcup und mit wir meine ich einmal Ben. Moin. Und Luis. Servus. Und der Rest von der Bande kommt nachher noch. Ja, wichtig, Luis. Nee, Ben. Ben ist verletzt und kümmert sich heute ein bisschen auch um die Media von außerhalb. Yo, 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 yo. Was geht? Alter. Servus. Moin. Yo. Was geht ab? Hi. Das ist alles das Gleiche, ey. Moin. Hey, pretty. Was sagt die Media? Media Crew hier am Start. Funktioniert gut. Was geht ab? Alter, je tighter das Kit, desto tighter die Times nachher on track. Wir schauen uns jetzt gleich mal die Strecke an. Wir nehmen euch mit. Ben mit der Cam. Laura nicht mit dabei. Linus. Checken wir das Ganze mal ab. Sehr gut, Leute. Hier beginnen wir. Trackwalk. Das wird noch getragen. Jetzt geht's los. Viel Spaß, Leute. Aus dem LKW raus, über die Strecke, kleine Rut im Boden, aggressiv reinpumpen. Also, Zehner für den, der hier Captain mich verlinkt. So, hier das letzte Obstacle. Kleiner Step-Up. Wird einmal schön dick drüber geschanzt. Geschwindigkeit bringt Sicherheit, würde ich sagen. Das Interview mit Julian Claudi. Was sagst du zum Track? Alter, ganz schön kurz, ganz schön intensiv. Die Beine werden brennen. Gucken wir mal, was passiert auf den Hindernissen. Ist schon nicht ganz so in Shape, wie wir es gewohnt sind, aber wird gut. Wird gut, also Leute. Hier gibt es noch eine Zielgerade. Letzter Sprint. Dann geht's ins Ziel. Luis, wir haben Gavenz, Junge! Woo! Matze Müller heute auch am Start. Jo. Heute ein bisschen tiefer gelegt. Ja. Hier werden noch die letzten Startnummern aufgeklebt. So, Training ist durch. Ich hoffe mal, Ben hat ein paar gute Aufnahmen drin. Wir machen jetzt mal Post-Training-Interview mit Linus. Nicht, das geht gerade noch nicht, Alter. Das ist so. XE Aalen. Aalen in Wattewatten. Lass mich mal kurz die Flagge hier zeigen. Aalen in Belgien. Ja, geil, Alter. Schanzen, Junge. Ja, hallo, ich bin der Linus Hott und ich bin hier beim XCE World Cup in Aalen. Und auf ganz wichtig, Enduro-Pedale, weil hier geht's ab, hier ist ein Steinfall da drin, riesen Gaps, da muss man einfach wissen, dass man gescheit auf dem Pedal steht und ja, ich glaube, dann sind wir da ganz gut gewappnet für ein gutes Rennen hier. Dann viel Erfolg. Dankeschön, ciao. So, was wird geflüstert über Ultrasports? Schmeckt wie Oma unterm Rock. Julian Claudi auf Platz 7. Immer noch gut vorne dabei, die Media wird gemacht. Ey, was ist los? War mega. Die Beine haben gut aufgemacht. Das geht, denke ich, allen so, wenn wir gerade mal beim Linus reinhören. Aber für das war es, glaube ich, ganz gut. Hatte ein, zwei Probleme in der Quali. Aber schauen wir mal, was im Finale noch geht. Ghetto, 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 Ghetto. Fly by. Oh,
sie sind gestartet. Simon Gegner geht als Zweiter übrigens schon mit einem Vorsprung. Schauen Sie sich um. Dahinter ist aber die Startnummer 21. Und Elalun! Und die Startnummer 18. Und wieder nicht. Die Startnummer 18 und die 7, die 3, das... Und Gottschalk Schratzenberger gewinnt vor der Startnummer 7, Julian Claudin! Der nächste Deutsche! Ja, wir brauchen ein bisschen Applaus, auch ganz da oben! Ne? Und Simon Degenheimer, der ist hier auf Julian, Claudi und Stefan Meyer, Felix Klausmann, zwei, drei Deutsche gegen einen Franzose. 15 Sekunden. Ja, ich glaube, der beste Start von Felix Klausmann, er ist ja auch ein sehr guter an der Spitze. Die 11, die 2 und die 7 mit der 7. Und? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Dreimal Deutschland, einmal Frankreich. Platz 5, 6, 7 und 8 werden jetzt ausgefahren. 15 Sekunden. 15 Seconds. Und der Kunden. Wissen wir erstmal, wer als Erster hier aus der Startbox geht. Und in wenigen Minuten, wer Allen mit nach Hause nimmt. Auf geht's, Allen! Und die Musik kann jetzt nochmal Vollgas geben! Und am besten kommt der Franzose. Garnier und Simon Gegenheimer gehen als 1 und 2 in die letzte Runde. Dahinter aber die Startnummer 11. Rang Nummer 4 und 5. Einmal haben wir den Stefan Meyer. Da liegt er am Boden, ist total ausgepowert. Applaus für Stefan Meyer. Und Felix Klausmann, der deutsche Meister, gezeichnet vom Sturz auf Rang Nummer 5. Toll. So, Rennen ist durch. Am Ende für mich Platz 8. Ich bin mega happy für mein erstes XCE. War echt ein gutes Rennen. Ich habe im Viertelfinale war es, glaube ich, nochmal alles gegeben am Ende vom Zielsprint. Vielleicht kann ich es einblenden, weiß nicht genau, wie das mit dem Recht, Urheberrecht ist. Ansonsten, ja, da habe ich die Watts liegen lassen und dann ging am Ende nichts mehr im kleinen Finale. Platz 8, aber war ein richtig cooles Event. Glückwunsch nochmal auch an Simon Gegenheimer, der hier auf einem Plus Performance gewonnen hat. Und auch richtig cool hier die Leute. Matthias Müller, der sich hierher getraut hat. Ben, der euch den ganzen Tag hier die Footage zur Verfügung gestellt hat. War ein richtig geiles Event. Und natürlich XXL danke an Radon, die mich hier das Rad zur Verfügung gestellt haben, so kurzfristig. Richtig gute Waffe. Ich glaube, das kann ich gar nicht mehr abgeben. Hab auf jeden Fall Bock auf mehr. Plus Components Laufradsatz, SRAM X01 Schaltung, auf dem Rad und Jealous. Richtig geile Bude. Sitgabel und natürlich noch ein Plus vorne drauf.